Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video zeige ich euch, wie ihr den Fehler bei Battle.net umgehen könnt, wenn ihr Warzone zocken wollt. Und zwar kommt bei mir immer diese Fehlermeldung, Leute, seit dem neuesten Update. Und um das zu umgehen, müsst ihr erstmal Battle.net schließen. Macht Rechtsklick auf Battle.net, geht auf Dateifahrt öffnen. Und hier in dem Ordner klickt ihr jetzt auf Battle.net Launcher mit einem Rechtsklick, geht auf Eigenschaften, auf Kompatibilität und setzt den Haken bei Programm als Administrator ausführen. Das Ganze übernimmt ihr Leute, startet dann euren Battle.net Launcher, geht oben auf Warzone, dann unten aufs Zahnrad und im Explorer anzeigen. Hier geht ihr nun in den Ordner, wo euer Warzone gespeichert ist, klickt hier links auf den Modern Warfare Launcher, Rechtsklick, geht auf Eigenschaften und macht den Haken wieder bei Administrator rein. Als nächstes macht ihr das auch bei dieser Warzone-Exe hier. Macht auch den Administrator-Haken rein, übernimmt das Ganze. Und über dieser Warzone-Exe-Datei könnt ihr das Spiel dann nun starten. Also Leute, klickt dann nicht über diesen Battle.net-Launcher, sondern einfach im Ordner auf diese Warzone-Exe und danach startet das Spiel. Das war's dann auch schon mit einem kurzen Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich konnte euch damit weiterhelfen. Falls ja, dann lasst doch ein Like da, Leute. Schreibt mir in die Kommentare, um den Algorithmus ein bisschen zu pushen. Ansonsten, falls ihr noch kein Abo auf diesem Kanal habt, könnt ihr das an diese Stelle ändern und die Glocke aktivieren, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Viel Spaß mit dem Video und bis zum nächsten Mal. Ciao.